Stefan, wärst du ein Organ, ne? Dann auf jeden Fall ein Blinddarm. Du bist auch kurz vor dem Durchbruch. Was haben der Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga und das Gekicke hier von meinen Jungs gemeinsam? Beides sind Schneckenrennen. Na, Hermann, wie bei dir. Im Futtern ein Maserati, aber auf dem Platz eine Schnecke. Ja, Borussia Dortmund agiert momentan auf Platz mit der Mentalität von so einem Tabellenneunten. Jetzt stege man hin oder her. Alles zugegeben, was drumherum geht, überhaupt nicht. Das eine Entscheidung. Das hast du 89 Minuten vorher gemacht. Richtig nix. Der BVB kommt mir momentan vor wie so eine Truppe Marienkäfer, die jedes Wochenende auf Kneipentour geht. Da werden die Marienkäfer morgens wach, total verkatert, liegen da, können sich an nichts erinnern und denken sich, ach du Scheiße, wo haben wir denn unsere Punkte verloren? Wenn du vier Spieltage, vier, vor Ende der Bundesliga, die nicht hinstellen kannst und sagen kannst, wir werden deutscher Meister. Da musst du dich den ganzen Tag ja mit so Fragen beschäftigen, heißen Teigwaren eigentlich Teigwaren, weil sie früher mal Teig waren? Patrick! Nö, du warst gestern nicht betrunken, ne? Du hast dich komplett nackt mit Nutella eingeschmiert und gesungen, ein bisschen Spaß muss sein. Der FC Bayern ist ja momentan im Meisterschaftskampf, ne? Nicht am Straucheln, sondern am Tucheln. Auf Krampf schaffen wir das irgendwie. Die Trümmerhaufen da. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe vorsorglich bei Amazon schon mal so einen Skianzug und ein paar Skier bestellt und habe die schon mal an die Sebener Straße geschickt. Ja, sicher. Für Olli Kahn. Am 22. Mai tagt der Bayern-Aufsichtsrat mit den Fragen, ja, machen wir jetzt mit Bratzo und Kahn. Wie können wir in den nächsten Jahren international überhaupt bestehen? Und wer hat natürlich die Lösung? Es ist doch ganz einfach. Der FC Bayern München wird ab sofort Markenbotschafter von Saudi-Arabien. Ja, sicher. Das passt doch total. Stimmung im Stadion in der Allianz Arena ist schon ähnlich wie in Saudi-Arabien. Also nicht ganz so ausgelassen. Und jetzt musst du mal überlegen, Ronaldo und bald ja scheinbar auch der Messi sind ja schon zu Hause im Heimatland des Fußballs. Und jetzt machst du als FC Bayern den gleichen Deal, den Leipzig und Salzburg gemacht haben mit Red Bull. Entschuldigung, Rasensport. Dann kannst du nämlich den Ronaldo und den Messi doch noch als Spieler verpflichten beim FC Bayern und schickst den Gnabry und den Sané endlich in eine Wüste. Andi, wenn ich dich hier so spielen sehe, dann weiß ich, warum beim Autofahren das Navi nicht mit dir spricht, weil es mit dem Beten beschäftigt ist. 22 Punkte aus 30 Spielen, 18 Niederlagen, 61 Gegentore. Das ist ja die Bilanz. Also von Hertha BSC Berlin. Wobei die Investorengruppe um die Hertha zieht alle Register. Jetzt fliegen die schon extra Motivatoren aus Amerika ein. Nur damit die Hertha, ich lese das heute Morgen in der Zeitung und denke so, Backaroma? Ach nee, Barack Obama. Eins steht auf jeden Fall fest. Schafft's die Hertha jetzt zum dritten Mal in Folge mit dem Klassenerhalt, schließen alle Berliner Kirchen. Denn komplett Berlin betet dann nur noch zu einem, nämlich zum Dalai Lama. Stefan, was ist denn dein Motto? Der Wille war da, aber du hast ihn wieder weggeschickt, oder was? Kevin! Boah, der ist so hohl. Seine Freundin hat 4 Schwangerschaftstests gemacht. Alle 4 waren positiv. Jetzt sollen die ersten Kinder Martha und Steffen heißen. Und 2 andere Vornamen sucht der Kevin noch. Ja, ein Frosch im Hals. Sag mal Ruhe. Was ist denn jetzt los, ey? Jetzt kommen schon die Vögel. Der FC Bayern Strau? Nee. Eins steht auf jeden Fall. Genau, eins ist auf jeden Fall. Weißt du, wenn man 2 Teile von 5 Sekunden verbinden will und kriegt nicht hin. Was hast du denn die restlichen 89 Minuten gemacht? Nochmal, 89. Und wer hat natürlich die Lösung? Ich nicht. Nicht verschieden.